Aufgrund der akuten Notsituation, Dürren und Schädlingsbefall bedrohen die Land- und Forstwirtschaft, hat die VPNÖ ein Klima- und Umweltschutzmanifest formuliert als konkrete Schritte in den Gemeinden für einen gemeinsamen Klimaschutz, der auf Bürgerbeteiligung abzielt. Weil wir schon viel getan haben, aber weil vor allem die Menschen hier mitmachen. Es ist eine richtige Mitmacherbewegung geworden. Über 300.000 Landsleute haben schon etwas ganz Konkretes getan. Entweder ihr Haus gedämmt, eine Photovoltaikanlage montiert, sich bei einer Bürgerbeteiligung engagiert und so geht etwas weiter. Wir dürfen uns nicht darauf ausreden, dass vielleicht weltweit nichts weitergeht. Wir sind jeden Tag dafür verantwortlich, dass wir den Klimaschutz in die Praxis umsetzen und da kann jeder und jeder seinen Beitrag leisten. Natürlich gibt es hier auch viele Bürgerbeteiligungsprojekte. Die gesamte Bevölkerung ist aufgerufen, hier auch mitzuwirken. Und Sie nehmen das Thema auch sehr, sehr ernst. Sie machen da auch mit. Sie sind eifrig auch bei der Sache dabei. Und das ist das Positive. Es kann jeder seinen Beitrag leisten, soll auch seinen Beitrag leisten, weil der Klimawandel und der Klimaschutz muss uns alle angehen. Und daher sind alle aufgerufen, hier auch ihren Beitrag zu leisten. Das Klimamanifest ist eine umfangreiche Vorlage zur Diskussion im Gemeinderat und beinhaltet 18 Maßnahmen, aus denen die Gemeinde für einen gemeinsamen Klimaschutz schöpfen können oder auch Anregungen für eine klimafreundliche Umsetzung liefert. Das europäische E5-Programm zeichnet energieeffiziente Städte aus. Es gibt ja bereits 50 sogenannte E5-Gemeinden, das ist die Champions League sozusagen, wenn ich etwas für Erneuerbare, fürs Energiesparen, für Klimaschutz tun will. Und da setze ich sehr stark auch auf die Vorbildwirkung. Allersberg hat sich bereits sehr, sehr bald entschieden, in dem E5-Programm auch mitzuwirken. Unser Bürgermeister Anton Kaster hat damals mit dem damaligen Vizebürgermeister Hans Heigl das Thema sehr, sehr ernst genommen, haben sich bemüht, in diesem Programm auch sehr, sehr vieles auch einzubringen. Das ist zuerst einmal analysiert worden. Dann haben wir gesagt, welche Schritte kann man kurzfristig auch setzen. Die wurden alle umgesetzt und jetzt gilt es darum, welche Schritte kann man auch langfristig setzen. Da ist vieles passiert in unserer Gemeinde. Wir haben umgestellt auf LED zum Beispiel. Wir haben zwei E-Autos, die unterwegs sind, einerseits mit Essen auf Rädern, andererseits in einem Carsharing-System und viele, viele andere Maßnahmen. Alle öffentlichen Gebäude sind angeschlossen an erneuerbare Energieträger. Also soll ich sagen, wir machen wirklich sehr, sehr vieles, um dieses Programm auch auszuschöpfen und sind dafür auch belohnt worden. Erst vor kurzem haben wir das vierte E als Gemeinde Alhardsberg erhalten. Das Land Niederösterreich hat bereits 2004 auf ein eigenes Klimaschutzprogramm gesetzt. 2007 wurde der Klimaschutz in der Landesverfassung verankert.